Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist G aus dem Krypto-Café. Wie immer, keine Finanzberatung, nur reine Unterhaltung. So, was haben wir schönes Neues? Aktuell Bitcoin knapp unter 50.000. Ja, das habe ich gestern, glaube ich, bei dem Video schon gesagt, dass ich den Ausbruch, der über die 50.000 ging, als nicht so überzeugend empfand. Ja. Nur meine Meinung. Ja, ich bin kein Chart-Analyst. Und ja, genauso bei Ethereum, hat leicht zurückgesetzt, nicht so weit wie Bitcoin. Ja, wir werden sehen, wohin die Reise geht. Ja. Ich denke, da ist auf jeen Fall bei Bitcoin Platz bis 47.000, 48.000. Und bei Ethereum auch noch ein bisschen runter. Also ich hoffe sogar irgendwie fast, ja, dass die ein Stück zurücksetzen, weil dann würde ich eben neue Positionen wieder aufbauen können. Ja, so viel zum Thema. Und ja, die Gesamtmarktlage ist, wie schon vor einer Woche etwa gesagt, gehe ich davon aus, dass die Seitwärtsphase jetzt definitiv vorbei ist. Ja, schon seit einer Woche circa. Und dass wir wieder einen fortsetzenden Bullenmarkt jetzt aktuell haben. Ja. So. Kommen wir mal zu den Nachrichten. Also, USDC, ne, ist ja eines der größten Stablecoins, aber der größte ist immer noch USDT, ja, von Tether. Und USDC ist der von Circle, ja. Und die haben, hatte ich auch vor einer Woche drüber berichtet, die haben ja gesagt, die streben an, eine eigene Banklizenz zu bekommen. Ja, das heißt, dass sie eine eigene Bank werden. Und ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass die selber in Richtung CBDC gehen würden, ne? Weil wenn die eine bestimmte Größe erreichen, könnten die ja theoretisch sagen, ja, pass auf, die Infrastruktur, die wir jetzt aufgebaut haben, das verkaufen wir irgendwie an den Höchstbietenden oder an den Staat oder so, ja. Gehe ich zwar nicht davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, aber ne, theoretisch wäre das ja möglich. Also was machen die? Die haben natürlich, ne, vor einer Woche, glaube ich, habe ich ja drüber berichtet, dass die Banklizenz beantragen wollen. Und ne, damit das möglich ist, haben die natürlich jetzt gesagt, ja, bislang sind nur in Anführungsstrichen, ne, 61% der USDC-Token, die im Umlauf sind, tatsächlich durch Bargeld, ne, oder kurzfristigen Staatsanleihen gebackt. Und jetzt wollen die in die Richtung 100% gehen, ne? Also Ziel ist 100% von diesem gesamten USDC, was im Umlauf ist, tatsächlich 1:1 durch echte US-Dollar irgendwo, ne, bei einer Bank oder im Safe oder halt durch kurzfristige Staatsanleihen zu backen. Damit eben die Leute noch mehr das Gefühl haben, ja, USDC ist was Besseres als USDT, ja, es sind ja beides an Dollar gepackt. Und ich glaube, das ist hauptsächlich geht es um Marketing, ne? Wenn USDC mehr im Umlauf ist und mehr in Verwendung ist, wird natürlich USDT zurückgedrängt, ja, in der Nutzung und so weiter. Und ja, wir werden sehen. Das ist eine der größten Nachrichten. So, was haben wir noch Schönes Neues? Ja, da haben viele gesagt, ja, ach, Visa steigt jetzt ein bei Bitcoin, nicht bei Bitcoin, bei Ethereum, bei NFT und so weiter, ja. Also erstens, man muss das natürlich trennen, ja, die Nachricht ist, ne, Visa hat gestern Nacht für 150.000 ein NFT gekauft, ja, einen von diesen CryptoPunk, die gibt es schon seit ein paar Jahren, ich glaube 4 oder 5 Jahren gibt es die schon, ja, und seit einiger Zeit ist ja das NFT extrem gekommen. Ich habe ja in meiner Videoreihe auch vorgestellt in den letzten Tagen, das war dieses Stein, ne, der Ether Rock innerhalb einer Woche von 100.000 auf 600.000 hochgegangen ist, ja. Und da habe ich jetzt nicht extra nochmal die Nachricht geholt. Ich habe das eben erst in meinem Stream gesehen. Der ist tatsächlich jetzt bei 1,1 Millionen. Ja, ein von diesen Steinen, Bild vom Stein. Ja. Da habe ich mich selbst noch gefragt, ja, hättest du vielleicht einfach einen Stein kaufen sollen? Ne? Wärst du jetzt in eine Woche Millionär geworden? Ja. Aber so ist das, ja. Also NFT ist extrem gekommen und ich bin mir 100% sicher, dass es nicht nur auf Kunst beschränkt sein wird. Ne? Also das kann man ja noch etwa als Kunst betrachten, aber es wird viel mehr in die Richtung Tokenization gehen. Ja? Stellt euch vor, ihr habt ein Haus, ja, oder kauft ein Haus. Ne? Statt alles über komplizierte Verträge und pipapo alles zu wickeln, ja, wo das Haus teilweise euch gehört, eure Frau, eure Familie und sonst was, ja, oder sogar vermietet oder mehrere Leute investiert, macht ihr einfach ein NFT da draus, ja. Und jeder kauft sich ein Zehntel davon von dem NFT und haben halt einen Anteil an dem Haus. Ja, super einfach abzuwickeln. Und ich glaube, der NFT, das wird noch viel größere Verbreitung
haben oder werden in 5 bis 10 Jahren, ja, wenn wir überall NFT sehen. Ja? Da gehst du hin, scannst was und hast ja direkt ein Zehntel von einem Diamant gekauft oder sowas. Ja? Also, das ist der erste Punkt, ne? Die Verbreitung von NFT. Ja? Und der zweite Punkt ist natürlich Visa. Ja? Das ist für Visa jetzt nichts super Neues. Ne? Also, wenn ihr ein bisschen zurück googelt einfach, gibt einfach Mastercard, Visa, Krypto oder sowas ein. Ja? Die sind wie PayPal schon 2020 ins Krypto-Geschäft eingestiegen. Ja? Und ich glaube, das sind einfach Payment-Dienstleister, die haben sehr schnell erkannt, ja, 2020, dass diese Bewegung, diese Entwicklung der Krypto, Blockchain und so weiter nicht aufzuhalten sind. Ne? Und was macht man, wenn man sieht, dass etwas Großes kommt, was nicht aufhaltbar ist? Naja, man versucht das halt möglichst weit in das eigene System zu integrieren und solange Leute sich halt damit nicht auskennen, ja, möglichst viel auch dran zu verdienen. Ja? Wenn natürlich jeder weiß, ne, wie man um die Visa, Mastercard drumherum kommt, ja, ohne, ne, den Geld zu geben, werden natürlich die Leute machen, ja, aber letztendlich auch heute, ja, es wird immer genug Leute geben, die sagen, ja, ich möchte nicht mich mit den Sachen auseinandersetzen, deswegen zahle ich einfach 2 bis 5% an Gebühren an irgendwelche Banken oder irgendwelchen Dienstleister und habe dann nicht die Mühe, ja. Ja, und das ist halt Visa, Mastercard, ja, die sind schon lange drin in Krypto, das wird nichts Neues geben, ja. So. Nächster Punkt, Riot. Riot, da haben wir auch vor ein paar Tagen in meiner Nachricht, guck mal da zurück, da waren andere, ich glaube Mining Company hat auch im zweiten Quartal extrem, extrem gute Rendite eingefahren, ja. Und Riot Blockchain ist eine der größten, ne. Da gibt es noch irgendeine, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Steht hier nicht in dem Artikel, aber es gibt zwei, ne? Ah, Marathon, genau. Marathon und Riot sind die zwei großen amerikanischen, ja, wo jetzt auch BlackRock natürlich mit investiert hat, ja. Und die haben im zweiten Quartal, ich glaube, 100-fach höheren Rendite, genau. Record, also 34 Millionen an Revenue eingefahren, ja, im Vergleich zum Vorjahr war es 1,9, ne? Also 16-fachen mehr an Gewinn eingefahren innerhalb eines Quartals, ja. Und jetzt überlegt mal, ne, was ist da im zweiten Quartal passiert? Naja, Bitcoin ist abgestürzt, Ethereum ist abgestürzt und so weiter, ne? Warum? Naja, weil alle gesagt haben, Krypto ist nichts, ja, das braucht keiner und vor allem dieser wichtige Person, ne, unsere Leitfigur der Krypto, ja. Leitfigur der Krypto, denk dran, das ist sarkastisch gemeint, der hat ja gesagt, ne, Bitcoin ist nichts, ja, weil das ist umweltschädlich und ja, wir akzeptieren auch keine Bitcoins mehr, ne? Ja, wir seht, was so eine Person, seine Aussage für den gesamten Kryptomarkt zu bedeuten hat, ja. Aber es ist gut, dass wir da drüber hinweg sind, dass die Paperhands, also die Leute, die sich nicht auskennen, ne, die einfach nur auf sowas hören, raus sind, ja, und gratuliere an alle, ne, die seit Anfang Mai meine Streams verfolgt haben und wo ich immer gesagt habe, wir haben keinen Bärenmarkt, ja, dieser Rücksetzer ist manipuliert herbeigeführt, der ist nicht wirklich da, ja, der Markt, der ist ganz anders, ja, fundamental. Und ja, das sehen wir auch heute. Ne? Wir sind bei 50.000, ich bin bei, ne, mit vielen von euch habe ich bei 30.000 gesagt, ja, wir sind immer noch im Bullenmarkt, ja, da hat sich nichts zu Ende. Und ja, so ist das. Kommen wir zum nächsten Punkt. Nächster Punkt, Blockstream, ah, haben wir schon wieder. Also, Series B, es gibt ja bei dieser Fundraising, ne, da kommen Firmen, gehen zu den Großen, sagen, ha, habt ihr ein bisschen Geld für uns, guck mal, das machen wir, ja. Wenn ihr in uns investiert, könnt ihr richtig Geld machen, ne. Series A, Series B und so weiter und so fort, ja, und das steigt normalerweise, ne, mit jeder Serie um ein Vielfaches, was die an Geld einsammeln können. Und Blockstream, was machen die? Naja, gut, die machen Mining, ja, und die wollen jetzt auch eine eigene Sidechain entwickeln, ja, das soll Liquid heißen, aber es geht alles rund um Bitcoin, ne, also Hauptgeschäft ist natürlich Mining und, ja, die haben jetzt einfach mal in der zweiten Runde 210 Millionen, einfach mal 210 Millionen eingesammelt, ne. Stellt euch vor, ja, so eine Nachricht, ja, wäre die im Mai oder Anfang Juni gekommen, ja, was wäre da passiert? Ja. Aber so ist das. Ja, ich glaube, die sprechen sich definitiv alle ab. Ja, also da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja,
dass diese Nachrichten, dass die alle auf einen Schlag kommen, diese negativen Nachrichten, und die Banken sagen nichts und das ist nichts, ja, Krypto verliert an Wert, ja, das wird alles gegen Null gehen, ne, 20.000, Michael Burry kommen die um die Ecke, 15.000, ja, und ja, so ist das. Die werden jetzt auf 3,2 Milliarden geschätzt, ja, deren Wert. Nächster Punkt, Iran. Ah, genau. Die werden demnächst das Mining wieder aufheben. Ja. Also, als Klartext. Ja. Die haben nie im eigenen Land verboten, das Mining. Was die verboten haben, ist natürlich das Illegale, also ohne Lizenz. Ja. Es gibt da Mining-Unternehmen und die haben, auch steht auch hier im Artikel, ja, die haben durchgehend auch in den Jahren einige Milliarden insgesamt an durch den Bitcoin-Mining erwirtschaftet. Ja. Was sie verboten haben, war, dass du ohne Lizenz in dem Land Mining betreibst. Und die haben ja auch gegen die Leute vorgegangen, ja, die heimlich, also in größeren Umfang gemeint haben, weil die Probleme haben mit Elektrizität. Ja. Das kannte ich selbst noch aus China, aus den 80er Jahren. Da war halt an der Tagesordnung, dass mal der Strom ausfällt, ja, weil alle ihren Waschmaschine angemacht haben im Block, ja. Und so ist es, ja. Und jetzt haben die natürlich gesagt, ne, also nicht die Regierung, sondern halt vor allem die Electricity Grid, ja, also von der, ne, Elektro-Gesellschaft, die haben gesagt, okay, ne, wahrscheinlich haben wir jetzt genug Strom für alle, ja, weil, keine Ahnung, die Kühlhäuser weniger geworden sind für die Covid, ne, Spritzen und so weiter und so fort, und jetzt werden wir wieder Lizenz verteilen, ja, und ihr könnt wieder anfangen zu minen, ja. Ja, das ist so die Geschichte von Iran, ja. Guck mal 2 Monate zurück, Iran bannt Bitcoin-Mining, ne. Nächster Punkt, Binance. Ja, diese ganze Binance-Geschichte, das geht ja schon seit auch so Mai, Juni los. Ja, ich meine, das ist tatsächlich nicht einfach nur FAT, und das ist so, dass weltweit sowohl Banken als auch Regierungen gegen Binance vorgehen. Ne? Und das habe ich auch schon in meinem anderen Video beschrieben. Das ist meiner Meinung nach einfach koordiniert, ja, ganz einfach koordiniert, weil Binance hat ja 2/3 der gesamten, ne, Krypto-Börsen, Exchanges, also Geschäfte laufen ja über die, ja, und wenn du als Staaten oder sonst was siehst, ja, da ist eine Bewegung, das kann man nicht aufhalten, was machst du? Naja, gut, du suchst dir das schwächste Glied aus, wo das am angreifbarsten ist, und gehst dagegen vor, ja, und das ist halt Binance. Ich meine, die haben dich natürlich das ein bisschen selbst ins Bein geschossen, ja, klar, die machen dadurch extrem mehr Kohle, ja, weil die sind ja, Binance hat in kein einziges Land auf der Welt eine Filiale. Ja, die sind ja, die sagen ja selbst, die sind praktisch filiallos, die sind nur im Internet. Und was bedeutet das? Naja, die zahlen halt nirgendwo Steuer. Ja, das ist ganz einfach, wenn die nirgendwo sind. So, und dann, ne, hast du natürlich auch das Problem, wenn du Regulation oder Staaten um die Ecke kommen und sagst, hier, pass auf, ihr dürft nicht mehr, ja, kannst dich nicht wehren, ne, weil du hast ja in dem Land keine Vertretung, keine Filiale. Und das ist das, was die jetzt seit einigen Wochen versuchen. Okay, die sehen, da geht nicht weiter, ja, wir verlieren Marktanteile an die Konkurrenten, die überall sich drum die ganze Zeit bemühen, ne, den Regulatorien zu entsprechen und so weiter. Und jetzt heuern die, gibt es jeden Tag so Nachrichten, ja, hier heuern die Neuen an, dort heuern die Neuen an, und zwar sind das alles Spitzenleute, die sich mit Regulationen und so auskennen, ja, und ja, und so, ich denke in ein Jahr, vielleicht 2 Jahre, also wahrscheinlich eher in einem Jahr, ja, wird keiner mehr sich daran erinnern, dass mal Binance so war, wie es war, ja, also ohne Filialen, die werden in jedes großen Land mehr oder weniger eine Filiale haben, so ein, oder einen Briefkasten haben zumindest, ja, wo die, ne, angeschrieben werden können, ne, angemahnt werden können, und die werden auch fleißig ihren Steuer zahlen in den ganzen Ländern, ja, und das ist meine Meinung, wohin es gehen wird, ja. Ja, nächster Punkt. Das ist die Geschichte mit dem, vor einer Woche, glaube ich, war das, genau, in der US-Regierung. Die haben ja eine Billion Infrastrukturgesetz, ne, vorbereitet, und in letzter Sekunde haben die am Ende so ein paar Seiten über Krypto drangehangen, ja. Der ursprüngliche Gedanke war natürlich, ne, von Leuten, die sich nicht damit auskennen. Die haben gesehen, oh, da ist ein großer Markt, ja, wir hängen da einfach ein paar Paragraphen dran,
und können dadurch einfach mal 28 Milliarden zusätzlichen Steuereinnahmen generieren, ja, wenn wir einfach so einfach mal in den Topf reingreifen, ja, von den Krypto. So. Was sie natürlich nicht erwartet haben, ne, ist, dass schon sehr viele Leute sich damit auskennen, auch Politiker, ja, und die sind jetzt dabei, dass im Senat, es gibt ja mehrere Instanzen, ne, dass so ein Gesetz durchzudiskutieren, und vor allem der Kryptomarkt, die haben ja auch Lobby, ja, und die haben extrem, extrem stark zurückgeschlagen und haben gesagt, ja, so nicht mit uns, ja, und das Gute, ne, Krypto, ihr seht ja, was in China passiert, ne, Krypto hat eben diese Einfachheit, das kann überall betrieben werden. Das ist nicht auf die Location begrenzt, ja. Vor allem die ganzen Mining Companies, ja. Und ihr wisst ja, Texas, Miami und ich glaube Minnesota, also da gibt es einige Staaten in den USA, die extrem groß hinter Krypto sind, ne? Weil die dadurch extrem viel Einnahmen generieren und auch zusätzliche Arbeitsplätze schaffen und so weiter und so fort, ja. Und ich glaube nicht, dass die einfach klein beigeben werden, ja, mit so Regulationen. Und die haben schon gesagt, ne, in den bisherigen Diskussionen, ja, die werden die Paragraphen, die da drin stehen, ablockern und so weiter und so fort. Und ja, wir bleiben gespannt. Ja, wo letztendlich der Stein fällt, ja. So, das bin ich, da bin ich heute Morgen drauf gestoßen, ja. ICE, für alle, die noch nicht so lange in Space sind, ja, Iron Finance hatte mal einen großen Crash gehabt, ja, und da haben viele, viele Leute Geld verloren, ja. Und die haben einen Monat später, oder zwei Wochen später, neu gelauncht, ja, und sind jetzt im anderen Geschäft. Ja, anderes Geschäftsmodell, nicht mehr Stablecoin, aber die machen ganz normal Farming, Lending und so weiter. Ja, und die haben, ich habe es heute Morgen in meinem Stream gesehen, mit ihren Stablecoin Lending und so weiter. So ähnlich wie das, was Aave Curve auch macht, ne? Nur eben mit einer höheren Rendite. Ja, 25%. Und wie erreichen die? Indem die eben ihre eigenen Token, ne, diese ICE-Token ausschütten, ja. Und wenn ihr euch die Grafik von den ICE-Token, da habe ich mir heute Morgen gesehen, da meinte ich so, wow, da war der hier, ne, ein ganzes Stück nach oben geschossen. Da habe ich gedacht, hey, der sieht gar nicht so schlecht aus, ne, dieser Token. Aber wenn ihr ein bisschen rauszoomt, ja, ihr seht, wo der war, ja. Als der losging, am 12. Juli, ja, vor etwas mehr als einem Monat, war der bei $52, ja. Ist danach komplett runtergekommen und seit etwa hier, das war 16, drei, vier Tage später, ja, war der unter 80 Cent, war später am 23. nochmal kurz bei 80 Cent und seitdem durchgehend bei sehr niedrigem Niveau, ja, also irgendwo zwischen ein paar Cent, 15 Cent und 30 Cent, ne? Und ja, also ich meine, ich bin auch ein gebranntes Kind, ja, ihr seht auch hier dieses Verkaufsvolumen, ne, ist kaum hochgegangen, zack, komplett runtergedumpt, ja, und das Dumping ist halt, ne, dieses Farm-Token, ja, die haben keinen Wert, ja, und wenn Leute sehen, aha, die Leute werden euphorisch, ja, die kaufen diesen Shitcoin oder dieser Coin, der keinen Wert hat, wirklich, ja, außer, dass man damit Farming benutzt, dann kommen die halt um die Ecke und verkaufen einfach all ihren Token, ne. Und also ich werde meine Finger von Iron lassen. Heißt nicht, dass man dort kein Geld machen kann, ja, definitiv nicht. Ja. Aber wie gesagt, ich habe Iron Finance erste Runde investiert, bin da mit einem blauen Auge davon gekommen, sage ich mal so. Ja. Und ich werde da jetzt definitiv nicht nochmal reingehen. Ja. Das ist Iron. Und als letztes Audius. Das habe ich seit zwei Tagen auch in meinen Streams, beziehungsweise in meinen Feeds ständig gesehen. Audius. Habe mich bislang nie damit auseinander. Ich wusste, dass es irgendwas mit Streaming zu tun hat, mit Musik und so weiter, ja. Und jetzt habe ich halt gesehen, die neueste Nachricht von denen ist, dass die eben mit TikTok, ja, eine Kooperation eingegangen sind, ne. Also, dass die jetzt in TikTok integriert werden und dass Künstler über Audios direkt ihren Lieder, ne, mit TikTok Zuschauern sowas teilen können, ne. Und das ist natürlich eine große Sache, ja, weil TikTok, ihr wisst, ist eine der größten wachsenden Plattformen, was Social Media angeht. Fast alle, ne, vor allem durch diese Corona-Geschichte, hängen am TikTok, ja, ob das ältere Leute sind, auch jüngere Leute, ja, ich habe früher auch mal gedacht, das ist was für Kinder, ja, so Jugendlichen, aber tatsächlich gibt es viele Erwachsenen, die auch selber am TikTok hängen und den ganzen Tag da, ne, stundenlang durchscrollen und
zig Millionen oder hunderte Millionen Benutzer, ja, ist das natürlich ein großer Sprung, großer Sprung für so eine Plattform, ne? Wenn die damit streamen und dadurch Leute erreichen, ja. Ja, das war's auch schon mehr oder weniger für heute, ja. Denk dran, ne? Dieser für den Algorithmus, ja, das ist ganz wichtig. Daumen hoch, Daumen runter. Kommentieren, abonnieren und die Klingel. Ne? Und ein zweites Video kommt heute auch noch zum Thema Kryptobörsen, ja, Exchanges, Vergleich. Die habe ich letzte Woche angefangen, habe jetzt diese Woche endlich fertiggestellt. Ja. Und ja, das war's von mir. Mein Name ist G aus dem Krypto-Café. Ciao, ciao.